Morgen. So schön. Daddy. Skadi-Foto nochmal. Skadi-Foto. Nein. Ja, ich bin total müde. Wie jeden Morgen. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin im Laden. Jetzt ist es 9 Uhr und jetzt um 9 Uhr wollte der erste Kunde kommen wegen einem Schlauchwechsel. 3, 2, 1. Keiner da. Ja, gut. Ah, er kommt bestimmt ein bisschen später. Der Kollege verkauft teure Fahrräder, aber er kann nicht basteln. Oh Mann, ey. Komm mal. Ja, ich buche mal eine Zange. Ein bisschen korrigieren. Ja. Nicht. Nicht viel, nicht viel. Naja, zu verkaufen. Ach, ich krieg die Krise, Alter. Echt, ey. Also, Sales Manager oder wie nennt man sowas? Genau. Naja. Hammer. Das ging die Butter, ja? Naja, im Schraubstock geht es. Chlorophyll? Chlorophyller. Ich habe es irgendwie so eine Trickfilmserie, die hieß Chlorophyller. Da ging es halt so, wie das so abläuft mit der Natur und den Pflanzen, wie das alles so funktioniert. Da war das nicht das gleiche von den gleichen Machern? Das könnte sein. Also war auch was. War was Französisches, ja. 1Z. Oh. Ah, wie willst du 10? Ich hab mal einen. Wir tönen ihre Autoscheibe. Scheibendesign. Spaß beiseite, ernst kommt. Interesting. So, und das fand ich so witzig. Dann fing ich an, das zu singen. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja schlecht. Da muss man mal ein Hit draus machen. Und eigentlich ist das ja so einfach heutzutage. Ja. Ein Hit zu lernen. Denn Berlin ist still interesting for me. Jo. Das ist die Aussage. Das ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, pass mal auf. Was soll das denn? Ich bräuchte ein bisschen Fett. Du kriegst die Tür nicht zu. Wo ist der Fett dazu? Jo. Wer kommt denn da die Treppe runtergefallen? Hi. Ach, hi. Ihr Hinterreifen ist kaputt. Ich hoffe, ihr macht wieder Heile. Das ist da das Billigrad da. Ey, nur wenn du mir ein Patch entwirfst. Ja. Aber die lassen sich ja nicht so einfach produzieren in Werfengegner, aber das Produzieren ist halt das Schwierige. Ja, und wo habt ihr produzieren lassen? Oder habt ihr ja nicht? Wir mussten halt in ganz großen Auflagen, haben wir über Ivory Daily produzieren lassen. Ivory Daily. Da kommt sie aus dem Bergmann-Kiez extra her, ihr Schoben. Weil da die Läden so teuer sind. Ja, was brauchst du denn? Ja, das, Rennrad? Mountainbike? Trekking. Trekking.
Jedenfalls ist das ziemlich ganz schön porös und es quietscht und deswegen war jetzt hier. Du siehst, dann musst du nicht. Kann ich welche nippeln, die nicht mehr? Ja, dann nehme ich dann zwei mit. Na, okay, alles klar. Na gut, dann nimm mal zwei. Werkzeug ist oben, kannst du machen. Ja. Nee, wenn die Felge schon kaputt ist, dann bremst du nämlich die Bremsbeläge schneller runter. Und hinten ist die schon kaputt, sagst du? Ja. Die ist schon sehr rau. Okay. Und dadurch wirkt das ja wie Schleifpapier. Ja. Das sind nämlich hier 5 Euro. Dann kann ich das ja auch noch bezahlen, das wäre jetzt mein nächstes Problem. Ach so, ja, ansonsten kannst du auch nur Billy haben oder so. Nee, nee, ist jetzt, gut. Ja, ich nee, behalte nee, ich nee, ich behalte einmal die guten, einmal die nicht guten. Macht 19, wa? Genau. Tip top. Ja, dann hab ich noch einen Euro übrig. Hast du noch einen Euro übrig? Ist ja auch gerne mal Zucker. Na, also, wollte ich gerade sagen, wenn ihr jetzt mal gesagt hättet, ich verzichte auf Zucker. Oder so. Nein. Das ist doch Quatsch, mit Zucker lacht das? Nee, Ben. Ich hab aber keinen Kaffee mehr. Das ist nicht gut für meine Zähne. Ja, ich glaube, Kaffee ist nicht gut für deine Zähne. Was? Ich glaube, Kaffee ist nicht gut für deine Zähne oder allgemein für Zähne. Wahrscheinlich Zucker oder dazu macht die Sachen im Bett. Gezuckerter Kaffee, gezuckerte Kondensmilch. Immer pur lutschen. Danke für meine Backenschelle. Danke für meine Zahnbaustelle. Danke für das Konzept gebracht. Bitte, das habe ich gern gemacht. So ist es manchmal mit dem Erbe. So ist es manchmal mit dem Erbe. Achso, hast du was gesagt? Ich komme gleich. Achso, Entschuldigung. Ach Mann, ey, warum haben wir denn alles vergessen? Haben wir das mitgenommen? Nee. Ja. Ins Auto? Ja, haben wir. Du hast es hinten hingebracht. Du hast es hinten hingebracht. Auf den hinten auf der. Aber du hast du nicht gesagt. Ja, das habe ich auch vergessen. Ich dachte, du. Und nu, was hast du gemacht? Ballett damit getanzt. Das Ballett damit getanzt? Nee. Nee. Also für die, mit den Kindern geht sie Eis essen. Wieso, willst du mitgehen? Ja, ich würde jetzt Eis holen. Nee. Dann geh mal Eis holen. Ja, ich habe ja kein Geld mehr. Ich bin immer nur am Austüten. Das ist immer, es ist verrückt. Ja, immer nur hier Geld raus. Das ist wie bei El Bundy. Ja, ja, genau. Klopf mir mal auf die Schulter. Das ist wie gut gemacht. Ich glaube, ihr habt so Spuck, Mensch. So ein echter Glasperl mit bei. Was, da bin ich Hungerklaus oder was hier? Der gute Schmuck, ey. Da steht doch noch drauf, auf der Fabrike Enchine. Echt? Nein, nein, bitte nicht. Also sowas. Nee, ganz normal. Holst jetzt irgendwas? Ja, ich würde jetzt so eine Kuhfalle fahren einfach und da Eis holen. Ja, du fahr doch eine Kuhfalle und holst Eis. So eine Sparpack. Ja. Da können wir da drin machen, können wir öfter Eis essen. Oh. Fantastisch, oder? Jo, zeig mal. Ah, ich bin das. Na, ich hoffe, die eigentlich wollte wieder hier auf der Baustelle feiern oder wo oder was. Oh, hier, richtig mit Bewaffnung. Dennis, seine Schuhe. Naja, ich glaube, die passt ja zum Anzug. Invader. Oder? Ja. Naja, man, die haben 54 Euro gekostet. Ich fand das jetzt okay. Die riechen auch so.
für 55 Euro war. Na, schön Weichmacher drin, das ja, ist Der haben viel übernimmt den Schuh gehabt. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn die 55 Euro, was sind die Zahnpasta? Die wollen ein paar Docs haben, aber haben sie nicht hier. Floral, Lederpfleger und Imprägniermittel. Naja, weil Floral draufsteht, was wird auch. Also, wie die Schuhe riechen. So wie die Schuhe riechen, sind die sowieso 100% Gummi. Da zersetzen die sich auch nicht, wa? Also niemals. Das ist Atomnahrung. Die hast du noch in 500 Jahren stabil. Das geht nicht. Das ist doch Leder, oder? Nee, das ist doch kein Leder. Ja. Ich glaube, ich tauche die nochmal um. Ich wollte dich nicht verunsichern. Zeig mir bitte keine Schuhe mehr. Nein, Leder? Ich hasse Schuhe. Ihr dachtet, das ist wenigstens Leder, aber für einen Tag. Dude, das Leder für einen Tag. Ein schöner Titel übrigens. Ja, oder? Da kannst du auch Parade neu? Ja. Du verkaufst alles. Ah, ich verkaufe auch neu, aber ungern. Ja, die haben glaube ich, 200 gekauft. Also. Ja, das gibt es ja. Ein paar Trödelinien hier oder so in der Gegend. Da findest du so eine Räder auch für 30 Euro. Haben wir letztens gehabt hier im Trödelladen. Ja. Also die waren nicht geklaut oder so. Die waren legal, aber Trödelladen, der keinen Platz hat für die Räder, die hat gesagt, schnell raus damit. Drei Stück, 30 Euro. Zack, 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 weg, weg. Ne? Das ist natürlich gut, wenn du sowas hast. Aber dann sind sie kaputt. Sehr fliegend. Naja, die sind okay, aber nicht besonders. Ne? Aber Thomas, wie kann man erkennen, dass die Fahrräder sind nicht geklaut? Weil jemand hat mein Fahrrad geklaut auf Alexanderplatz, das ich schon gesagt habe. Ja. Wie kann das man erkennen? Na, du kannst zur Polizei gehen mit einem Rad, was du gekauft hast, und kannst bei der Polizei die Rahmennummer, die steht ja, die schreibst du dir. Und dann kannst du die Rahmennummer angeben, kannst sagen, du möchtest das Rad überprüfen lassen. Ja. Und dann überprüfst du das. Ja. Und du musst das machen mit jedem Fahrrad, der kommt vom Straße? Wenn ich es jetzt hier ankaufe, Räder, dann ja. Das ist natürlich sehr eng hier. Hier ist immer eng. In der Kammer. Aber so ist es da. Da müssen wir durch. Das kennen ja die Leute alle schon. Oh Mann. Das ist natürlich kein Bremsbelag mehr hier. Das darf man auch nicht vergessen. Den lassen wir einfach mal fallen, weil wir faul sind. Den lassen wir auch fallen, weil wir faul sind. Das lassen wir auch fallen, weil wir faul sind. Und das lassen wir auch fallen, weil wir faul sind. Und da ist natürlich kein Bremsbelag mehr drauf. Schon weg, ja? Ja, aussehen muss es so, ne? Einmal neu, bitte. Ich möchte fragen, regelmäßig, wie viel Fahrräder verkaufst du pro Tag? Oder pro Monat? Pro Tag? Pro Woche? Nein, nicht mal das. Pro Monat? Ja. Kann man nicht sagen. Ja. Eins davon. Pro Monat, wenn nein, überhaupt. Wirklich? Ja, nein, ich verkaufe nicht viele Räder, ich repariere. So, scheiße, habe ich nicht meine Freunde hier geschickt. Ich verkaufe nicht viele Räder, weil das, was ich habe, pass auf, die Räder, die ich habe hier, die sind halt so spezial, so ein bisschen Sammlerstücke, so ein bisschen, wirklich? Ja, nicht so was hier, sowas habe ich ja nicht. Was bist du? Ich bin ein Dokumentarregisseur und sehr schnell. Ach, wie sehr schnell? Du bist ein Dokumentarregisseur? Ja. Genau. Zack, haben wir den Standpunkt Nummer 1. Ja. Also Thomas, danke für jetzt und 9 im Zartbar, ja? Ja, also 9 Uhr mache ich zu. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Minuten später muss ich. Und wenn ihr zu spät ist, kannst du mich gerne abholen. Ja. Lass mal den Thorsten seine Teile wieder brennen. Mit. Dennis, was hast du denn rein? Mach diese Platte aus. Was ist denn schief, ey? Kannst du denn okay anbieten, ey? Das ist ja ein Stück irgendwie weggedrückt werden. Ja, das ist ja irgendwie vorne. Oh Mann, ey. Was ist denn los? Was hast du denn? Keine Ahnung, ist das professionell eigentlich? Natürlich ist das professionell. Kalkoff wird YouTube-Star jetzt. Na du. Na, was ist denn da los? Das wisst ihr! Schwächelt die Nuss oder was? Dennis, darf man durchdrehen. Also offiziell darfst du jetzt mal richtig durchdrehen. Schau mal. Tritt an die Maschine. Gut, das ist ja nicht mal Superview. Naja, also. Ja, du mach doch mal. Oh. Fertig. Funktioniert. Das war der Test. Ein schneller Test.
muss das mal gerade zu Ende machen, wa? Bevor man dann zum nächsten geht. Kette ab und Hinterrad raus. Kette ab und Hinterrad raus. Schraubkranz. Ach, oh, scheiße, es ist kein fucking Sette. Na, gucken, ob ich sie animiert kriege. Den Freilauf kann man nicht auseinandernehmen, das ist das Problem an der Sache. Jetzt hoffe ich, dass ich das da irgendwie rin kriege, dass das da irgendwie rin läuft. Zieht die Kette wieder auf. Mann, erstmal aus dem Müllkram. Wunderbar, wie das rollt. So, komm mal. Bloggercamp. Blogger dir ein. So, wir machen Feierabend. Tommy hat schon drin geräumt. Dennis pumpt noch und reicht mal auf. Ja, so fein. Und wenn der Dennis fertig ist, dann gehen wir los. Wie? Muss noch eingebaut werden und ausgerichtet. Ja, richtig. Meine, wenn der Dennis fertig ist, gehen wir los. Wenn ich komme, müssen wir auch noch mal reinräumen. Noch weiter. Ein bisschen aufräumen. Ich will nur abmoderieren gerade. Ach so, klar. Ja. Also, bis er platzt. Bis er platzt. Ja, reicht. Und 10 Bar mehr. Bis die Atmosphäre aufgepumpt ist und wir alle uns ins Weltall katapultieren. Katapultieren. Ciao. Ciao.